Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7Days2D. Wir werden jetzt mal rausgehen und uns Wasser holen. Aber wir wollen mal Material loswerden, was wir drin haben. Wir brauchen nicht alles. Schon gar nicht das wertvolle Benzin. Und weiß ja nie. Vielleicht sterben wir gerade den hellen Tod und dann wollen wir dann natürlich wieder nicht nachsammeln, ne? So, das heißt, die Kaffee noch mit. Den Brot können wir auch hier lassen. Davon nehmen wir. Einen können wir zerlegen. Wir brauchen keine zwei. Der untere ist kaputt, ne? Dann nehmen wir den, zerlegen wir den. So, Klauen haben wir. Lassen wir den mit. Dann Blei und ein bisschen Eisen einmal einschmelzen. Bringt zwar nicht viel, aber weg ist das Zeug, ne? Das ist ja auch nicht so wichtig. Hier mal aufhalten. So, dann gehen wir losgehen. Erst holen wir Wasser. Und dann als Essbares holen. Falls es heute nicht. So, hier muss ich irgendwas machen, muss wir hier im Prinzip sicher rein und rauskommen. Am besten hier mit Leiter bauen, dass wir runtergehen müssen und dann entsprechend wieder raus. Ist zwar umständlich, aber halt geht nicht anders. Da am Wasser kriegen wir Wasser. Ne, am Fluss, ne? Da gehen wir hin und hier wir auch noch Graben durch. Und wenn der Graben fertig ist, dann sind wir schon auf der halben Seite sicher. Dann müssen wir nur innen drin mit Steinen auskoffern, wenn wir es schaffen. Wenn nicht, machen wir das nächste Mal. Wichtig, dass wir oben noch ein paar Dinge aufstellen. Wegen der durchliegenden Geier. Jetzt holen wir Wasser und dann werden wir sehen, dass wir hier bis zur Jagd gehen. Also dazu nochmal Wasser in den Bereich der Hände bringen, die leere Flasche. Die Axt können wir beruhigt, die Schaufel können wir nach oben nehmen. Hätten wir auch da lassen können. Dazu Wasser. Jetzt kommt noch Regen auf, das ist typisch. Da haben schon mal Hunger. So. War noch ein Schauer. Gut, dann mal schauen wir mal was hin. Ob wir jagen können, ne? Im Schneegebiet war allem recht viel. Heute nämlich alles, auch Bär und so, ne? Du bist nass, ja, aber Regen ist. Ein ganz blödes Feld ausgesucht für Jagd. Na, da fahren wir weg hier, ist zu kalt hier. Dann fahren wir Richtung Mais, da haben wir garantiert was zu essen. Hier ist Topwetter. Naja, wer weiß wie lange. Wir fahren jetzt zur Farm, da gibt garantiert was zu beißen.
Real 10. Gibt's doch gar nicht. Und gerade angefangen. Ein bisschen Pflanzen müssen wir noch holen für unser Tee. Aber das machen wir zum Schluss. Unser Gepäck ist eh wohl wieder voll. Benzin brauchen wir nicht. Da haben wir noch genug. Heute werden wir mal uns mein Haus mal kümmern, ne? Und ja, genau, ein Haus. Ei. Mal hier oben mit dem Fahrrad weg. Können wir auch noch Punkte und einsetzen hier? Da war die Farm. Da wollte ich mal lang fahren. Und jetzt mal schauen. Ich habe einen Punkt zur Verfügung. Wo habe ich mal angefangen? Hier, ne? Powerlifter, was heißt das überhaupt? Minus. Macht Sinn, ne? Okay, weiter. Da wir so viel Erz brauchen, ist es ganz gut, dann darf ich ihn auffrischen. So, hier bin ich Kraft ausgegangen. Ich brauche nichts zu essen mit, nur Tee. Wie weit wir zuerst gewesen fast. Gut, die ersten Tage habe ich ein Schneegebiet aufgehalten, da war ja echt. Ja. Fehler. Aber gut, das ist ein Anfangsfehler, die macht. Also das ist denke ich mal normal, ne? Also hinterher immer noch blauer, ne? Das rechte Haus gefällt mir ganz gut. Das ist groß. Ob hier was zu essen gibt? So, das wollen wir nicht trinken. Das wollen wir gleich umlagern. Sonst geht mir nämlich gleich schlecht. Den holen wir nach vorne. Vielleicht können wir es abbauen. So. Wir wollen mal die Tür frei machen. Wir geben die Tür rein. So, das kommt. Bin soweit. So, Regel Nummer 1. Erst absichern. Frau Krankenschwester. Hier gibt es Bücher, das ist gut. Yeah.
Ich nehme da viel. Wahnsinn. Wie gesagt, hier werden wir erstmal schön durchgucken und dann werden wir uns in aller Ruhe uns mit dem Inhalt beschäftigen. Bin halt flexibel und ohne Gewicht. Sauber. Wir kommen später wieder. Immer schön säubern. Denn das macht ja keinen Sinn, wenn wir so schwer sind, ne? Gut, das Sackgasse, beziehungsweise im Kreis. So, Obergeschoss gehen. Einfach geht's da oben, ne? Da ist Treppe, dann geht's da hoch. Und wie gesagt, den ganzen Müll werden wir nachher in Schränke in aller Ruhe nicht durchschauen. Da kommen wir hier raus. Beziehungsweise werden wir hier ganz kurz. Hätte ja sein können, ne? Das was ist, ne? Ich glaube, wir verschwenden schon wieder Munition. Wo geht's da oben? Yeah.
Also läuft gar nicht mehr Munition, muss man so sagen. Gesehen die Rolle. Dann gehen wir hier zurück. Ups. Ah, da kam ich. Mal schauen. Hier ist gefährlich. Die könnten hinter sein hier. Der, wir haben alles gesucht, ne? Enttäuscht. Rat. Nitrat! Das haben wir noch massenweise. Und so, ja, man sehen kann, das wird los. Aber hier im Spiel kann man eigentlich aufhören normalerweise, das ist ganz schwierig. Vielleicht finden wir hier auch noch eine bessere Waffe, wollen wir sehen. Naja, Armbrust. Ich meine, gut, Gläser kann man gebrauchen, ne? So. Oh, wer ist denn will? Gut, die haben schon geguckt. Hm, verdächtig. Warum macht man das?
Gut. Da haben wir angefangen. Also demontieren tun wir nichts, das wird zu viel. Maissamen, das ist gut. Und hier kamen wir rein. Die Kornröhren sind immer gut. Zum Glück haben wir jetzt keine Sorgen mehr mit der Munition. Also ich weiß vorläufig keine Vorräten, muss ich sagen. Ah, bin enttäuscht. Papier. Nichts zu essen gefunden bis jetzt. Ich brauche dieses Fleisch. Und fauliges Wasser. Was. Das ist überladen. Das ist super. Was können wir denn sorgen? Das können wir nicht gebrauchen. Fleisch können wir hier lassen. Papier können wir hier lassen. Das hätten wir auch zu Hause lassen können. Das können wir auch hier lassen. Keller. Den Keller ist am besten zu holen. Leere Gläser ist immer gut. Obwohl mir jetzt eigentlich eine Dose mit Fleisch lieber wäre. Kaffee. Ich bin gerettet. Leben. Kriege ich jetzt was zu essen? Was haben wir hier Schönes? Hungrig, ja. Dose Beeren. Na, null. Bringt zwar nicht viel, aber. So, ab im Keller. Oh. Das ist Saft. So, gehen wir in den Keller rein. Kleber ist gut. Leder haben wir aktuell auch genug. Da können wir beruhigt das liegen lassen. Ja gut, ne? Besser wie nichts, ne? Bin zwar nicht begeistert von glaub Katzenfutter oder sowas, ja, oder Hunde, glaube eher Katze. Aber gut, was soll's. Immer mal schauen, es könnte immer noch jemand da sein. So, hier wird interessant. Was ist hier schönes drin? Das nenne ich mal. Das haben wir schon, aber gut, wenn normal. Ach, Dreier, ja, das ist gut. Ah, den hat noch gebraucht. Den hat noch gefehlt. Hier gibt es Munition. Munition, Stiefel, Eisenpanzer und Militärstiefel. Ah. Das nenne ich mal gut. Bin gerettet. Dose, Dose, Dose. Oh, ein
Topf, das ist auch gut. Deckenlampe. Gut, das brauche ich zwar noch nicht, aber wird irgendwann kommen. Bin voll. Muss ich mal sehen, was ich jetzt von verduckt essen kann. Tiefel könnte man tauschen. Portionen zu trinken, ja. Ach, hier ein Topf. Das ist. Steel Amor Parts, keine Ahnung. Irgendwie Steel. Oh, bin ich voll beladen. Oha. Bin ich noch nicht fertig. So, da war nichts mehr. Da war ich, da war ich. Tisch auf. Oh. Auch. Gut. Das hätten wir schon mal, ne? Die Kiste muss noch hier sein. Ist da was versteckt? War gut, brauche ich nicht wirklich. Habe ich. Das Problem ist, ich habe auch keinen Platz mehr. Man sollte die Waffe in der Hand behalten, ne? Der ist ja auch hier gesagt, ich mache halt mal Säubern und dann zum Schluss plündern. Denn das hätte mir nichts gebracht hier beim Durchforsten, dass wir dann nicht entsprechen, ne? Hier war noch was gewesen. Und da kommen wir her. Ich muss noch eine Garage gehen, irgendwie. Da geht's hoch. Was ist hier hinter? Da ist Holz. Nix hinter. Gut, hätte ja sein können, ne? Dann haben wir ein neues Sturmgewehr. Hier waren wir schon. Das Gehen ist gut bei ihm. Also finde ich irgendwie gut. Die Tatsache, dass er kaum noch gehen kann oder so schwer beladen ist. Ne? Wo war die Garage? Die genau wo? In diesen Häusern blicke ich meistens sowieso nicht durch, weil die, wenn du hier in Panik gerätst, kommst du so nicht raus. Um die Ecke? Ne, da ist das Ding. Billardtisch. Da? Nee. Was haben wir denn drin, was wir brauchen? Kann ich mir neu bauen zur Not. Das kann ich trinken. Stell ich mir nach unten. Das kann ich benutzen. Ich muss sowieso essen.
benutzen. Weg ist das Zeug. Und schon bin ich nur 15 schwer. Ich finde das so lustig, dass Stofffetzen genauso viel wiegen wie weiß ich, 6000 Eisen oder so. So, die Garage finde ich nicht. Ich war noch ein Auto. Na, obwohl, das kriegst du so nicht mehr davon, abgesehen davon. Egal, dann gehen wir nach Hause. Wird eh Zeit. Selbst bei... Ah, hier ist das Auto. Na, das können wir gleich hier lassen. Und das können wir gar nicht mehr besuchen, ja. Nein, der Baum bringt nichts. Kriege ich gar nicht mit. Klebeband, ja. Kurz mal gleich mal ab, ne? So, wo ist mein Fahrrad? Nicht schlecht. Hinweis, Lampe. Den. Ja, genau. Die Frachtkiste, das wäre noch interessant. Ich wollte noch Mais mitnehmen. So, mal gucken mal, wo das Ding steht. Ob das in der Nähe ist, wenn nicht, lass uns mal für morgen. Das lassen wir für morgen. Finde ich sowieso nicht. Ich werde erstmal hier. Bin jetzt hier, da hinfahren und da hinfahren. Ja, mal sehen. Ha. Tschüss. So, geschaut, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir gehen gleich, machen gleich weiter. Ich mache kurze Unterbrechung. Bis nachher. Tschüss.